Einige hatten es die letzten Monate schon erhofft und nun ist es endlich klar, Kiffen bzw. der Besitz von Cannabis wird ab dem 1. April legal. Aber warum gab es so viel Aufregung? Und was genau dürfen wir jetzt eigentlich ab April? Wie kommt man an das Zeug? Wie viel Gras darf man besitzen? Wo darf gekifft werden und wo nicht? Und was passiert vor allen Dingen mit Leuten, die gerade wegen Cannabis-Delikten noch eine Strafe absitzen sollen? Kommen ab April einfach tausende Straftäter aus dem Knast? All dies schauen wir uns nun Schritt für Schritt an. Der Bundestag hatte am 23. Februar ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis beschlossen. Damit eine Gesetzesidee in Deutschland aber auch in Kraft tritt, ist nicht nur der Bundestag, sondern auch der Bundesrat zuständig. Das Cannabisgesetz war ein sogenanntes Einspruchsgesetz. Das heißt, damit es in Kraft treten konnte, war es zwar nicht erforderlich, dass der Bundesrat zustimmt, der Bundesrat hatte aber die Möglichkeit, Einspruch einzulegen und deshalb heißt es auch Einspruchsgesetz. Und dafür wäre zunächst erforderlich gewesen, dass ein sogenannter Vermittlungsausschuss angerufen wird. Und dort hätte der Bundesrat das Ganze nochmal ganz dezidiert aufführen können. Was dazu geführt hätte, dass sich das Ganze doch erheblich verzögert hätte. Und dafür sprach auch schon sehr vieles. Denn der Gesundheits-Innen- und Rechtsausschuss des Bundesrates hatte genau dies gefordert, was eigentlich schon sehr dafür gesprochen hätte. Es bestand also konkret die Angst, dass das Ganze auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verzögert wird. Und Gesundheitsminister Lauterbach warnte, dass das ganze Projekt dadurch verhungern könnte. Er hatte also Angst, dass das Gesetz dort so lange festhängt, dass beispielsweise eine neue Wahlperiode eintritt. Und diese Strategie verfolgt auch einige Politiker der Legalisierungsgegnerfraktionen, dass das Gesetz nie mehr aus diesem Vermittlungsausschuss rauskommt. Doch sie sollten nun unterliegen und Lauterbach triumphieren. Denn der Bundesrat hat nunmehr endgültig beschlossen, keinen Vermittlungsausschuss anzurufen. Das Gesetz muss also nunmehr nur noch durch den Bundespräsidenten unterzeichnet werden, was eigentlich nur eine Formalie ist, und dann wird es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die Argumente der Kritiker zielten vor allen Dingen darauf ab, die Besitzmenge nochmal zu reduzieren. Und der Mindestabstand zu Schulen und Spielplätzen nochmal erheblich vergrößert werden sollte. Auch sollte das Ganze noch mindestens bis zum Oktober rausgezögert werden, damit die entsprechenden Präventionsstellen Möglichkeiten haben, sich darauf vorzubereiten. Doch all dies ist nun passé, denn das Ganze kommt. Aber wie denn jetzt genau? Was gilt ab April und was dürfen wir jetzt machen? Zunächst das Wichtigste, Cannabis wird im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen. Und ganz wichtig, egal ob nun Anbau, Erwerb, Konsum, was auch immer, das Ganze gilt nur ab 18 Jahren. Bist du also unter 18, dann bleibt es für dich weiter verboten. Du Schlingel. Merk dir das also für alles, was nun kommt. Wer aber über 18 ist, der darf Folgendes. Du darfst Cannabis selbst anbauen und bis zu 3 lebende Pflanzen besitzen. Das geerntete Zeug darfst du dann nur selbst konsumieren und nicht an andere weitergeben. Außerdem kannst du ab Juli Mitglied in einer Anbauvereinigung werden oder aber eine solche gründen. Das gilt also noch nicht ab April. Vorsicht. In diesen Clubs kann man dann gemeinschaftlich Cannabis anbauen und an Mitglieder zum Eigenverbrauch abgeben. Man braucht dafür jedoch die erforderliche Zuverlässigkeit. Ja, wahrscheinlich nicht 8 Millionen Straftaten begangen und das Zeug laufend an Minderjährige abgegeben haben beispielsweise. Ein Club darf dann maximal 500 Mitglieder haben. Und du darfst auch nur in einer Vereinigung gleichzeitig Mitglied sein. Das wäre ja sonst ein Trick. Als Mitglied bekommt man, wenn man dann über 21 ist, maximal 25 Gramm pro Tag. Und höchstens 50 Gramm im Monat zum Eigenkonsum. Bist du zwischen 18 und 21, bekommst du maximal 25 Gramm am Tag und maximal 30 Gramm im Monat. Also zum Beispiel 25 Gramm an Tag 1 und an Tag 13 oder so 5 Gramm nochmal. Auch dieses Cannabis darfst du als Mitglied nicht an andere abgeben. Und der Club muss der Person, an die sie das Cannabis abgibt, einen Beipackzettel geben, was genau enthalten ist. Wir leben ja in Deutschland. Aber was ist, wenn ich das nicht zu Hause hinstelle und auch nicht in so einem Club bin? Tja, dann muss man dich erstmal enttäuschen, denn Läden, wo man das in Deutschland kaufen kann, gibt es weiterhin noch nicht. Der An- und Verkauf bleibt nämlich erstmal verboten, zumindest noch derzeit. Da ist zwar Ähnliches in Planung, aber eben noch nicht spruchreif. Wenn es kommt, werde ich euch informieren. Weiter geht es mit den erlaubten Besitzmengen. Wie viel darf ich eigentlich bei mir haben? Draußen darfst du bis zu 25 Gramm mit dir herumtragen. Wer das an einem Tag schafft, herzlichen Glückwunsch. Und in deinen eigenen Wänden darfst du sogar bis zu 50 Gramm besitzen. Doch wo darf ich das Zeug denn nun konsumieren? Generell darfst du das Ganze nur konsumieren, wenn die Leute um dich herum über 18 sind. Außerdem darfst du nur außerhalb von sogenannten Schutzzonen konsumieren. Diese sind beispielsweise in
und auch in Sichtweite von Schulen oder etwa Kindergärten oder Spielplätzen und Jugendeinrichtungen. Auch in Fußgängerzonen darf nur zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens konsumiert werden. Und daran sollte man sich auch halten, denn sonst gibt es böse Buß- und Strafrechtsvorschriften. Wer zum Beispiel mehr als 3 Pflanzen besitzt, dem drohen bis zu 3 Jahren Knast. Und wer über 21 ist und Cannabis an Minderjährige abgibt, der kann bis zu 5 Jahre in den Bau wandern. Verstößt du gegen das Konsumverbot in den sogenannten Schutzzonen, dann droht dir eine Ordnungswidrigkeit. Kommen wir zu einem weiteren heiß diskutierten Punkt. Die sogenannte Amnestieregelung. Denn was passiert denn mit Leuten, die aktuell deswegen im Gefängnis sitzen? Und zwar wegen Cannabis-Straftaten, die ja jetzt nicht mehr strafbar sind. Für diese Fälle gibt es tatsächlich eine Amnestieregel. Amnestie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie vergessen. Oder noch besser, Vergebung. Man versteht darunter, dass ein Staat Menschen für eine begangene Straftat also nicht mehr bestrafen will. Und nach diesen Amnestieregeln sollen bereits verhängte Geld- und Gefängnisstrafen erlassen werden. Und auch eingetragene Verurteilungen müssen aus dem Bundeszentralregister gestrichen werden. Und auch damit hatte der Rechtsausschuss des Bundesrates ja so seine Probleme. Und das wird die Justiz jetzt die nächsten Monate auch erheblich beschäftigen. Denn wem nun diese Amnestieregelung trifft, der möchte ja auch, dass das ziemlich schnell umgesetzt wird. Wenn ihr also demnächst jemanden an der Kasse seht, der so Ränder um die Augen hat, dann bin das nicht ich, sondern dann sind das vielleicht einige Richter, Staatsanwälte oder Justizbeamte. Und das war auch der wohl heftigste Kritikpunkt im Bundesrat. Aber sei es drum, trotzdem werden die Amnestieregelungen nun Realität. Grundsätzlich müssten also ab dem Tag des Inkrafttretens die Leute, die im Knast sitzen, auch freikommen. In Baden-Württemberg zum Beispiel müssten direkt 21 Leute freikommen. Ist erstmal nicht viel, das meiste sind ja so Geldstrafen und sowas gewesen. Und auch in anderen Bundesländern wird es zu Freilassungen kommen und auch kommen müssen. Denn wenn der Staat sich bei der Befreiung zu viel Zeit lässt, dann könnten sich die Bediensteten gegebenenfalls sogar selbst strafbar machen. Denn man kann als Beamter beispielsweise selbst 10 Jahre ins Gefängnis wandern, wenn man Strafen gegen jemanden vollstreckt, obwohl man das eigentlich nicht darf. Und damit auch, wenn man Strafen eben nicht mehr vollstrecken darf. Und das ist ab Inkrafttreten des Gesetzes nun mal der Fall. Wie die Justiz also mit diesen Fällen jetzt umzugehen lernt, wird sich zeigen. Und zum Schluss noch eine ganz kurze Nachricht, weil das viele interessiert. Was ist mit Autofahren? Und da eine etwas ernüchternde Antwort, das weiß ich noch nicht. Denn die Verkehrsministerien wollen dort neue Richtwerte erarbeiten. Sobald das kommt, werden wir aber darüber informieren. Und wir alle werden sehen, welche generellen Auswirkungen die Legalisierung am Ende wohl haben wird. Und vor allen Dingen auch, wie es wohl weitergeht und ob man Cannabis vielleicht auch irgendwann in Läden kaufen kann. Ceterum censeo, time will tell. Und denkt immer dran, brecht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Bis dann. Ciao.